Wenn Zahnräder ineinander greifen. Aus der Region für die Region. Werbung auf Maikl TV. Kontaktieren Sie uns. Anzeigen@maikl.tv. Sehen und gesehen werden. Werbung auf Maikl TV. Das Hufeisenmagazin wird Ihnen präsentiert von 5 Jahre Edeka Embach. 5 Jahre Frische und Vielfalt. Feiern Sie mit Edeka Embach. Frische und Vielfalt. Edeka Embach am Luftschiffring 28 in Brühl. Pflegedienst Triebskorn. Mit dem Herzen dabei. Brühl Mannheimer Straße 1A und Ketsch Hilder Straße 9. Telefon 062 02 70 29 61. Wer seine grüne Tonne entlasten möchte, der kann jeden dritten Samstag im Monat sein Altpapier auf den Messplatz in Brühl bringen. Dort stehen große Container bereit, die für den wertvollen Rohstoff Papier eigens aufgestellt werden. Die Sammelaktion ist nicht nur ökologisch wertvoll, sondern bringt auch noch bares Geld, welches gemeinnützigen Projekten in Brühl zugutekommt. Wir arbeiten zusammen mit Schulklassen meistens, die einen Teil des Erlöses erhalten und sich damit auch Klassenfahrten und andere Dinge für den Unterricht finanzieren können. Wir spenden zum Teil auch für Nachbarschaftshilfe, für Kindergärten. Wir haben Bäume gepflanzt. Die Grüne Liste Brühl sammelt seit nun 3 Jahren Altpapier und eine Auswertung, welche Ressourcen dadurch geschont und gespart wurden, kann man bei jeder neuen Sammelaktion aktualisiert einsehen. Mit dieser Aktion haben wir bisher 221 Tonnen Altpapier gesammelt. Und wir führen da regelmäßig Statistik drüber. Die Schüler werden darüber informiert, wie der Fortschritt ist. Wir haben da zum Beispiel jetzt auch hier dargestellt, dass wir in den 37 Sammlungen fast 3000 Bäume das Leben gerettet haben. Das heißt, es ist nicht gefällt worden. Und wir haben genauso auch 6 Millionen Liter Wasser gespart und fast 1,5 Megawattstunden Strom praktisch gespart, die durch die Herstellung aus Altpapier nicht anfallen, die sonst anfallen würden, wenn es Frischpapier wäre. Und der positive Nebeneffekt ist natürlich auch diese hohe Spendensumme, die wir bisher schon zusammengekriegt haben, wo viele Institutionen in Brühl und vor allen Dingen auch jetzt im Moment die Schüler gerade zum größten Teil davon profitieren können. Die nächste Sammelaktion findet am 15. Oktober statt. Brühl feiert Lichterfest. Bei hervorragendem Wetter findet heute das 8. Lichterfest im Steffi-Graf-Park statt, das von der CDU gemeinsam mit dem Oldtimer-Stammtisch veranstaltet wird. Zuallererst möchte ich die Möglichkeit nutzen, mich zu bedanken bei allen Helfern, denn unser Lichterfest ist immer ein großes Gemeinschaftswerk. Vollbesetzte Plätze, gute Stimmung und ein großes Bühnenprogramm mitten im Steffi-Graf-Park. Die Lichterfestmacher haben sich auch in diesem Jahr mächtig ins Zeug gelegt, um den Besuchern eine tolle Veranstaltung zu bescheren. Mit Musik, Spiel und Tanz wurde beste Unterhaltung geboten. Ein Höhepunkt war die Tanzeinlage der Leckerbiermädels, den Wälde Girls. Wer bei schönstem Wetter eine kurze Rundfahrt in einer edlen Karosse genießen wollte, war beim Oldtimer-Stammtisch Brühl an der richtigen Adresse. Wir sind heute wieder beim Fest Steffi-Graf-Park vertreten mit ca. 25 Fahrzeugen. Die Brühler oder alle Besucher haben an für sich die Gelegenheit, nach ihrer Wahl sich ein Fahrzeug auszusuchen gegen eine kleine Spende. Machen wir eine Rundfahrt und diese Spende verwenden wir für einen sozialen Zweck, der in Brühl dann Anwendung finden wird. Körperbeherrschung demonstrierten die Kampfsportler vom FV Brühl. Bei einer spannenden Vorführung demonstrierten unter anderem die jüngsten Kampfsportler, wie effektive Selbstverteidigung angewandt werden kann. Es freut mich, dass wir hier die Gelegenheit hatten, auf dem Lichterfest in Brühl die Vorführung zu haben. Wir sind hier immer
versucht, auf verschiedenen Veranstaltungen unsere Kampfschulen zu repräsentieren, aber auch eine gewisse Unterhaltung und Show zu bieten. Das Lichterfest 2011, eine gelungene Veranstaltung. Und schon jetzt kann man sich auf das nächste Mal freuen, wenn es wieder heißt... Ja, meine Damen und Herren, das Hufeisenmagazin geht in die dritte Runde und die Brühler gehen in einen schönen Herbst hinein. Wir hatten eine tolle Straßenkerwe, die wieder jung und alt auf der Friedrich-Ebert-Straße und dem Messplatz versammelt hat. Und mitgemacht haben auch unsere Freunde aus Weixdorf. Sie haben nicht nur eine Ausstellung hierher gebracht ins Rathaus, was sie sich noch besichtigen können, sondern sie haben ihren Bürgermeister mitgebracht, den wir zum Oberkerwe-Borscht 2011 gemacht haben. Und in dieser guten Stimmung haben wir vielleicht ein bisschen auch Versöhnung für die vielen Baustellen, die jetzt in den letzten Monaten in Brühl waren, feiern können. Denn wir haben ja Glasfaser bekommen, wir haben Fernwärme in vielen Gegenden bekommen und wir werden auch weitermachen. Wir werden nämlich in die Hauptstraße, in die obere Hauptstraße Fernwärme bringen und dort etwa 10 Bauplätze ausweisen. Diese 10 Bauplätze werden von der Gemeinde verkauft. Jeder, auch unsere Zuschauer hier, können sich bewerben bei der Verwaltung um diesen Bauplätze. Es gibt einen Kinderrabatt. Für jedes Kind 10 Euro pro Quadratmeter wird der Bauplatzpreis reduziert, damit Brühl eine kinderfreundliche Gemeinde bleibt. Mit unserem ausgebauten Gemeindekindergarten, der ja eine Ganztagsbetreuung für Kinder ab einem Jahr bringen wird, und der Schulkinderbetreuung, die jetzt an der Jahnschule ausgebaut wird, mit Hortgruppen, werden wir hier den Eltern vieles bieten können, was sie in anderen Gemeinden so nicht finden. Und was wir hier auch haben, was man in anderen Gemeinden nicht findet, ist eine weitere energiepolitische Neuerung, nämlich die Geothermie. Wir in Brühl bekommen von der Firma GeoEnergy auf einem Gemeindegrundstück sozusagen ein kleines Stromkraftwerk gebaut, was 5 Megawatt elektrische Energie erzeugen soll. Im Sommer kam nun endlich die Genehmigung aus Freiburg. Man hat ja lange darauf gewartet und nun ist es an der Firma, den Zeitplan dafür zu bestimmen. Aus unserer Sicht ist es ganz wichtig, dass die Sicherheit der Brühler Bürgerinnen und Bürger jederzeit gewährleistet ist. Und deswegen habe ich auch das Bergamt angeschrieben und darum gebeten, die Bohrungen jederzeit zu überwachen und darauf zu achten, dass bei diesen Bohrungen nichts passiert. Das wurde mir von dort auch zugesichert. Wir werden aber über diese Geothermie hinaus auch eine weitere Photovoltaikanlage noch im Herbst installieren. Auf dem Gerätehaus unserer Freiwilligen Feuerwehr wird es wieder 20 Kilowattstunden hier geben und wir werden das aus eigener Kraft finanzieren. Die Gemeinde Brühl kümmert sich also um die Stromversorgung. Und wir werden natürlich auch weiterhin mit vielen Veranstaltungen in der Festhalle, in der neuen Festhalle für Sie da sein. Und ich freue mich, wenn wir uns zum Beispiel beim Gastspiel des bekannten Kabarettisten Christian Czako Habekost in der Festhalle sehen würden. Aber auch das Jahr über freue ich mich immer wieder auf gute Begegnungen und Gespräche mit Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Dankeschön. Das muss ich da jetzt nicht deine Frau in den Arm nehmen, sondern jetzt dein Zepter. Und hiermit ist er jetzt Oberkerwe-Borscht 2011 in Brühl. Straßenkerwe in Brühl. Bei schönstem Wetter zog es die Brühler auf die Straße. Bei der traditionellen Straßenkerwe wurde den Brühler Bürgerinnen und Bürgern viele Attraktionen und vor allem jede Menge Spaß geboten.
Michael und Heinz Klaasen waren mit der Kamera unterwegs und haben die schönsten Bilder eingefangen. Diese sehen Sie demnächst hier auf Michael TV. Wenn Zahnräder ineinander greifen. Aus der Region. Für die Region. Werbung auf Michael TV. Kontaktieren Sie uns. anzeigen@michael.tv. Sehen und gesehen werden. Werbung auf Michael TV. Das Hufeisenmagazin Nachrichtentelegramm. SV 1921 Rohrhof feiert 90-jähriges Vereinsjubiläum. Zum Jubiläum überbrachte Bürgermeister Dr. Ralf Göck die besten Wünsche und einen neuen Fußball, der auf dem neuen, fertiggestellten Kunstrasenplatz gleich zum Einsatz kommen kann. Neu seit dieser Saison ist auch eine Frauenfußballmannschaft, die für den SV Rohrhof auf Punktejagd geht. Das Vereinsheim des Hundeverein Brühl-Rohrhof hat eine neue Wirtin. Bei einer großen Eröffnungsparty mit Live-Musik überbrachte Bürgermeister Dr. Ralf Göck die besten Wünsche. Neuwirtin Fabian freute sich über das volle Haus am Eröffnungstag und kündigte an, dass es im Vereinsheim des Hundevereins auch zukünftig Veranstaltungen mit Live-Musik geben wird. Seniorenbewirtung beim Fischerfest in Brühl-Rohrhof. Die Seniorenbewirtungen in Brühl bzw. in Rohrhof waren wieder ein voller Erfolg. Beim Angelsportverein Rohrhof konnten wir über 350 Seniorinnen und Senioren begrüßen. Mit Pauken und Trompeten werden Sie hier begrüßt zum traditionellen Fischessen hier bei uns. Und ich darf Sie alle recht herzlich willkommen heißen. Und nach der Begrüßung ließen sich die Senioren die frisch zubereiteten Flossentiere im vollbesetzten Festzelt schmecken. Tradition verpflichtet und somit wurde auch in diesem Jahr von den Plankstadter Vereinen das beliebte Straßenfest ausgerichtet. Auch die 29. Ausgabe dieser Veranstaltung bot den Besuchern kulinarische Leckerbissen und ein attraktives Unterhaltungsprogramm. Wir haben hier eine Bühne, eine Eventbühne, in der das Plankstadt-Programm läuft. Da werden Beiträge aus Musik, aus Tanz und aus Sport gezeigt. Wir haben hier zwei Musikbands für heute Abend, Samstag, gebucht. Einmal die Reichards Band und einmal Stoned. Und am Sonntag stand Martina Mera auf der Bühne, die das Plankstadter Publikum mit bekannten Musical-Songs in ihren Bann zog. Wer in diesem Jahr nicht dabei sein konnte, sollte sich schon den Termin für das nächste Jahr vormerken, denn dann wird in Plankstadt mit der 30. Ausgabe des Straßenfestes Jubiläum gefeiert. Motorensound, American Barbecue und viele Informationen rund um motorisierte Dreiräder sowie Quads gab es zwei Tage lang bei der American Summer Party im QJC Power Sport Center in Brühl. Es konnten Quads bei Ausfahrten getestet werden, ein großes Rahmenprogramm und als Höhepunkt natürlich gestern und heute die Stuntshow von zwei Jungs. Einer der Jungs ist ein Mitarbeiter hier des Unternehmens, die hier eine halbe Stunde lang auf dem Asphalt gezeigt hat, was auf zwei Rädern möglich ist. Weitere Bilder und Impressionen von der American Summer Party im QJC Power Sport Center in Brühl sehen Sie hier auf Michael TV. Bei der Tour de Elegance 2011
ging es einmal mehr zurück in die Vergangenheit. Noble Fahrzeuge, elegante Kleidung und bestes Wetter lockten tausende Kiebitze nach Schwetzingen, um vor der ehrwürdigen Schlosskulisse schöne Dinge aus längst vergangener Zeit zu bestaunen. Wir sind also hier auf dem Concours der Eleganz, ein Highlight von eleganten und alten Fahrzeugen, das jährlich hier im Schwetzinger Schlosspark stattfindet. Und zusammen mit dem Stammtisch Oldtimer aus Brühl in einem schicken 220S werden wir jetzt hier über den Parcours fahren und uns diese schicken Fahrzeuge im Wert von mehreren Millionen anschauen. Das große Tour de Elegance Spezial mit Fahrzeugen, Musik und weiteren Augenweiden sehen Sie hier auf Michael TV. Wenn morgens um 5 Uhr auf dem Mannheimer Neuen Messplatz Tische aufgebaut werden, allerlei Kunst und Krempel platziert wird und scharenweise Sammler, Schnäppchenjäger und Trödler den Platz bevölkern, dann ist Mannheimer Krempelmarkt. Da habe ich auch wieder was Schönes, Tolles. Ja, was kostet es denn? Was es kostet? Ich bin ja nicht immer teuer. Sie können mit mir schwitzen. Ja. Ich biete es Ihnen für 30 Euro an. Und ich garantiere Ihnen, das ist ein Unikat. Der größte Kultflohmarkt der Region wird nun seit rund 30 Jahren veranstaltet und ist ein Besuchermagnet für alle die, die gerne nach dem besonderen Etwas stöbern. 1970 gab es zum ersten Mal in Mannheim diese Veranstaltungsreihe Mannheim aktiv. Das löste diesen Blumenkorso des Einzelhandelsverbandes ab. Und ich hatte da die Möglichkeit, einen Flohmarkt zu installieren, was ich schon lange wollte, nachdem ich in Hannover einen Flohmarkt gesehen hatte und ganz begeistert war und sagte, das brauchen wir auch in Mannheim. Die Veranstaltung war aus Sicht der Mannheimer Wirtschaftsförderung die Veranstaltung von den vielen Veranstaltungen, die da eine Woche lang liefen, auf dem Paradeplatz in Mannheim. Wir haben dann mit Absprache der Wirtschaftsförderung in Mannheim mit dem Flohmarkt die Borelli-Grotte belebt. Das ging aber nicht lange gut, nicht weil der Platz schlecht war, es war eigentlich ein sehr schöner Platz. Aber er wurde einfach zu klein, der Run auf diesen Markt wurde immer größer. Nach dem 5., 6. Markt konnte ich das nicht mehr alleine machen, habe Freunde angesprochen, die dann da mitgeholfen haben. Und so hat sich dann im Laufe der Jahre das sogenannte Krempelmarktkomitee gebildet. Nach der Borelli-Grotte ging der Markt auf Anregung vom Hannes Meyer, damaliger Verwaltungsdirektor des Nationaltheaters Mannheim, an das Nationaltheater, war dort viele Jahre lang. Wir hatten da am Nationaltheater dann eine erste große Änderung. In den Anfangsjahren des Mannheimer Krempelmarkts konnte jeder, der wollte, Speisen und Getränke verkaufen, was zu einer ungeheuren Vielfalt in kleinen Mengen führte. Irgendwann wurde das leider verboten, was ich immer noch als eine Verschlechterung des Marktes ansehen möchte. Und wir mussten professionelle Schausteller zulassen auf dem Markt, um Speisen und Getränke zu verkaufen. Das brachte für uns das nächste Problem, denn wir hatten plötzlich die Möglichkeit, Geld einzunehmen, was wir ursprünglich ja überhaupt nicht wollten. Schneewittchen und die sieben Zwerge, der Kinderteller meines Lebensgefährten. Standmacherin Traudel ist Stammverkäuferin auf dem Krempelmarkt. Sie schätzt die Atmosphäre und dass das Krempelmarktkomitee, also die Krempelmarktmacher, keine kommerziellen Zwecke verfolgen. Ich komme seit Jahren mit meiner Freundin hierher. Es macht immer einen Riesenspaß. Und was mir besonders gefällt, ist, dass die Standgebühr in Mannheim hier für einen sozialen Zweck verwendet wird, dass es nicht kommerziell ist. Und das finde ich sehr gut. Ja, dito. Die Initiatoren des Krempelmarktes waren nie auf Profit aus und daher machten sie sich Gedanken, was sie denn nun mit dem eingenommenen Geld machen könnten. Wir haben uns dann überlegt, dass wir die Einnahmen in Mannheim lassen und zwar sie spenden für den kulturellen
sozialen und ökologischen Bereich. Bis jetzt sind wir etwa bei einer Summe von etwas über 300.000 Euro angelangt, die wir hier in der Region für die verschiedensten Projekte verteilt haben. Dass der Mannheimer Krempelmarkt Krempelmarkt heißt, ist der Historie der kurfürstlichen Stadt geschuldet. Der Mannheimer Krempelmarkt, der Name ist entstanden, weil wir feststellten, dass es in Mannheim im 16. bis ins 17. Jahrhundert einen Krempelmarkt gab. Ein Krempelmarkt, auf dem Handwerker Dinge, die sie übrig hatten und nicht mehr brauchen konnten, verkauft haben. Zum Beispiel wurde in Eisenzaun hergestellt für ein Grundstück und da waren einfach 3 Meter Zaun übrig. Die wurden da auf dem Krempelmarkt verkauft oder Dachverkleidung. Und wir dachten, wir schließen an diese Namenstradition an, obwohl wir immer wieder, wenn wir über uns reden, uns rausrutscht, dass wir vom Flohmarkt reden, was es im Endeffekt ja auch ist. Termine und weitere Infos über den Mannheimer Krempelmarkt findet man im Internet unter www.mannheimerkrempelmarkt.de. Dekan Wolfgang Gaber verlässt die heimische Kurpfalz und wird neuer Dompfarrer in Freiburg. Mit dem Münster in Freiburg verbindet Wolfgang Gaber viel, denn dort wurde er zum Priester geweiht und dorthin hat es ihn in seiner Freiburger Zeit immer wieder zu Konzerten und Gottesdiensten gezogen. Bei seinem letzten Gottesdienst und einer vollbesetzten Kirche wurde Dekan Gaber verabschiedet. Dieses Gottesdienstes kommt einem natürlich dieser Satz in den Sinn: Alles hat seine Zeit. Und wie oft singen wir so gerne: Jeder Tag und jede Stunde ist ein Geschenk. Und in der Stunde des Abschieds von Schwetzingen wurde Wolfgang Gaber reichlich beschenkt. Alle, die jetzt gesprochen haben, ich möchte es einfach zusammenfassen und sagen: Vergelt's Gott. Es gibt ja dieses Wort: Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren, aber Sie wissen ja, ich habe mein Herz in der Kurpfalz verloren. Schwetzingen wird den Oftersheimer Bub stark vermissen. Ja, lieber Wolfgang, der Regen kommt, der Himmel weint, Schwetzingen weint mit. Wir lassen dich ganz, ganz ungern ziehen, aber wir haben natürlich vollstes Verständnis dafür, dass du nach Freiburg gehen möchtest, dort Dompfarrer wirst. Wir wünschen dir dafür alles, alles Gute, toi, toi, toi und Gottes Segen auf all deinen Wegen dann. Tschüss. Wir werden dich vermissen. Ganz, ganz arg. Danke, Wolfgang. Danke, dass du es mir möglich gemacht hast, rechtzeitig aufzuhören. Danke, Wolfgang, und viel Spaß in Freiburg. Wir werden dich alle vermissen. Deine Fußstapfen werden immer größer. Ich hoffe, wir werden uns bald mal wiedersehen. Ja, ich grüße Sie alle und freue mich, dass ich jetzt ein paar Worte hier in unserer Kirche St. Maria sagen kann. Es war gerade der Dankgottesdienst. Ich war nämlich 10 Jahre hier in der Seelsorgeeinheit Schwetzingen auf das Heim Blankstadt und viele gute Menschen sind gekommen. In der Kirche war überhaupt kein einziger Platz mehr frei. Viele mussten auch stehen und ich bin sehr dankbar über diese große Akzeptanz, denn wir hatten in diesen 10 Jahren einfach gut zusammengearbeitet. Ich danke zum Beispiel ganz herzlich den Pfarrgemeinderätinnen und Pfarrgemeinderäten in den 3 Gemeinden. Ich danke der Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern in unserer Seelsorgeeinheit. Wenn ich jetzt denke an Dr.
Dr. René Pültl, an Helmut Baust, an Dieter Schmidt, an alle miteinander hier in unserem Bezirk und an die ökumenische Zusammenarbeit mit den evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrern, auch die Dekanin Annemarie Steinebrunner, die ja als Pfarrerin von Blankstadt dann evangelische Dekanin wurde und nun in Wisloch ihren Sitz hat. Nun ist ganz überraschend der Ruf an mich gekommen von unserem Herrn Erzbischof Dr. Robert Zollitsch, dass ich am Freiburger Münster Dompfarrer werden soll an dieser Nahtstelle zwischen Pfarrei und erzbischöflichem Ordinariat. Ich grüße Sie alle recht herzlich und danke Ihnen jetzt fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen. Dankeschön, Ihr Wolfgang Gaber. Der Verein Schwetzinger Stadtmarketing e.V. lud zum verkaufsoffenen Sonntag in die Schwetzinger Innenstadt ein. Auch wenn das Wetter sich nicht von der besten Seite präsentierte, nutzten dennoch viele Schwetzinger und Besucher aus der Region die Möglichkeit, ausgiebig an einem Sonntag zu bummeln. In Kooperation mit der Schwetzinger Zeitung und der Sparkasse Heidelberg wurde den Besuchern ein kulturelles Rahmenprogramm geboten. Ja, wir haben heute unseren traditionellen Jazz-Frühschoppen hier in der Sparkasse im Innenhof in der Wildemannstraße. Das Wetter hat uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber trotzdem haben wir eine wundervolle Beteiligung und wir sind froh, dass wir auch dieses Jahr gemeinsam mit der Schwetzinger Zeitung diesen Jazz-Frühschoppen haben durchführen können. Und auch nächstes Jahr wird es wieder eine Gelegenheit geben, vielleicht nicht mehr an diesem Ort hier, aber Schwetzingen bietet genug Gelegenheit, auch außerhalb der Sparkasse diesen Jazz-Frühschoppen wieder gemeinsam zu präsentieren. Der Jazz-Frühschoppen und die Aktion Jazz in der City machten das Grau in Grau am Himmel wett und brachten musikalische Sonnenstrahlen nach Schwetzingen. Und dort, wo Musiker ihre Kunst zum Besten gaben, wurde auch schon mal getanzt, frei nach dem Motto, das ist der Rhythmus, bei dem man einfach mit muss. Willkommen bei Sanitätshaus und Orthopädietechnik Rama in Brühl, Ihr Partner in Sachen Gesundheit. Auf über 1000 Quadratmetern bieten wir Ihnen eine individuelle persönliche Beratung in unseren vom TÜV zertifizierten Fachbereichen Sanitätshaus, Orthopädietechnik, Homecare und Reha-Technik. Unser kompetentes Fachpersonal berät Sie über Krankenpflegeartikel, Alltagshilfen, Blutdruckmessgeräte, Verbandschuhe, Bandagen, Leibbinden, Mieder- und Korsettversorgungen sowie gegebenenfalls auch Maßanfertigungen. In unserer orthopädietechnischen Werkstatt fertigt unser Fachpersonal modernste Bein- und Armprothesen an, die auf ihre individuelle Aktivität abgestimmt ist. Unsere Homecare-Abteilung berät und betreut Sie individuell bei der Belieferung von Stoma-Anlagen, künstlicher enteraler Ernährung, Inkontinenz und Wunden. Unser kompetentes Fachpersonal der Reha-Technik berät Sie individuell und persönlich und schult Sie im Umgang mit medizinischen Produkten und Hilfsmitteln. Wenn Sie mehr über uns erfahren möchten, besuchen Sie uns im Internet unter www.rama.de oder kommen Sie bei uns vorbei. Unser Geschäft befindet sich in der Anton-Langlotz-Straße 6 bis 8 in Brühl. Wollen Sie persönlich Kontakt mit uns aufnehmen, dann rufen Sie uns an. Auf Ihre Kontaktaufnahme freuen wir uns schon heute. Ihr Sanitätshaus und Orthopädietechnik Rama in Brühl. Ihr Partner in Sachen Gesundheit. Regionalfernsehen war gestern. Heute ist Michael TV. Das Videopodcast-Portal im Internet. www.michael.tv